So, willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir ein paar Soldaten erledigt. Ich hoffe, es hört jetzt auf mit den Soldaten. Ach, da kann man schon reinschauen. Das ist es. Wieder so ein Warzenschwein. Dann schauen wir mal rein. Das Warzenschwein ist jetzt wach. Soll mir recht sein. Punches! Locker vom Hocker! Und in den Bauch! Das hat bestimmt wehgetan. Ja, hol deine Freunde, komm, ist okay. Oh, was macht der denn? Der verschießt das! Oh. Das hab ich ja auch noch nicht gesehen. Nutzen wir mal unsere Kraft der Haare. Oh, was macht er da? Au! Er hat mich erwischt! Das Schwein! Irgendwie kann ich ihm keinen Schaden so machen. Was macht er da jetzt? Holt er da neue? Ja. Was macht der denn da? Macht der Tore auf? Boah, der schlägt mit dem Schwein um sich! Also das Schwein schlägt mit den anderen Schweinen um sich. Mein Drecksack. Wow. Das hält durch Schaden aus. Boah! Okay, okay. Ja. Ah, der macht ganz schön viel Schaden, du. Nicht schlecht, schlecht. So. Na, schauen wir mal, was da uns erwartet. Und hinter Tor Nummer 2 ist ein Schlüssel. Da geht's nicht hoch. Dann müssen wir da wieder raus. Oh, oder doch, können wir da hin? Ah, wir können von drüben hin, von draußen. Natürlich. Da war ja eine Treppe. Ah, da ist auch noch Zahn. Hab ich den nicht aufgehoben gehabt? So, noch eine Schriftrolle. Ach, die Schriftrolle von vorhin müssen wir auch noch lesen. Ergebnisse der Berggott-Modifikation. Wir bauten neue Berggötter in die alten Entwürfe, die alten Entwürfe übertreffen werden. Wir nennen diese neue Version Vijara. Was? Vajara Gott. Sein robuster Eisenkörper kann physische Angriffe abwehren. Ach, das ist der von eben. Das sind die neuen. Die nennen die jetzt Götter, okay.
Zusätzlich kann er seine Kraft aufladen, mächtige Angriffe entfesseln. Das dauert zwar etwas, aber dafür werden sie alle Feinde in seinem Weg vernichten. Sein fester Stand hat jedoch den Preis, seine Schwachstelle ist am Kopf, durch die er mit Zaubern verletzt werden kann. Er wird noch weiter verbessert werden müssen. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt alles. Alle zwei Schlüssel. Ich glaube, mehr gibt's hier gar nicht, oder? Da geht's nicht weiter. Da hinten ging's auch nicht weiter. Oh, dann können wir wieder zurückgehen. War hier hinten noch irgendwas? Nee, da sind wir hergekommen. Da waren wir auch. Da sind wir rumgehüpft. Also hier zum Schlüssel. Tor. Genau, zwei Schlüssel. Ja, haben wir ja. Sehr gut. Und der nächste. Sehr schön. Ab in die nächste Ebene und nochmal einen Schluck Wasser trinken. So. Haben wir hier auch nichts übersehen, nein? Ja, ich habe vorhin festgestellt. Oh, natürlich. Ein Steinhässling. Und mein Freund! Na, den befreien wir jetzt. Richtig. 5. Selber 5. Der Stein ist heiß. Okay, er platzt. Ja, das habe ich befürchtet. Wow. Und nochmal, heißer Hintern. Und wieder auf den Rücken. Kleine Massage gefällig. So, schnell wieder weg. Okay. Ja, alle guten Dinge sind drei, ne? Hat ja eben so gut funktioniert. Warum dann nicht nochmal? Und tschüss! Das Siegel ist mir. Kurzen Prozess gemacht. Gefängnisschlüssel. Versiegelter Schlüssel hat alte Technik gefertigt. Damit können wir Leo befreien. Helfen? Ira, Gottkern. Ach, das sind die. Okay. Na gut. Lass mal alle Punkte hier einsammeln. So.
Tja. Jetzt müssen wir Hundo noch eine verpassen. Gefühlskalt. Naja, gekuschelt kann auch später noch. Boah, ist teuer. Erhöhte Kraft der Zauber. Haltbarkeit erhöhen. Spare ich auf den letzten Stab? Auf die nächste Stufe? Ich glaube, ich spare da einfach jetzt drauf. Ach so, genau. Was ich noch gesehen habe. Ja, mir fehlen bei allen anderen die Erdgötter. Also ich habe nicht alle gefunden. Ich habe zwar viele gefunden, aber es bei weitem nicht alle. Ja. Leider fehlen mir da ein paar. Aber das werde ich irgendwann mal machen, nachholen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ärgerlich, aber nicht schlimm. Gesichtsloser Dämonenhut. Bestienhut. Okay. Ah! Ich wollte auch noch mir dafür auch was holen. So. Dann auf in die Höhle des Löwen. Oder wie sagt man? Ja, man kriegt nicht so viel mit von der Story. Also habt ihr jetzt vorhin in den alten Folgen raushören können, dass es noch um Ritual geht und sowas? Wofür die Kinder eigentlich da sind und so. Das hat man so gar nicht mitgekriegt. Wenn man den Film nicht kennt, ist das ein bisschen wenig. Schade. Hätte ich mir jetzt auch mehr erwartet von. So, erzählungstechnisch ist das ein bisschen schwach. Also die Kinder werden für ein Ritual gebraucht, für den Hundun. Und das muss natürlich verhindert werden, weil wir wollen die Kinder ja retten. So viel weiß ich noch. Und das Ritual beginnt jetzt bald, weil die Sterne und der Mond und die Sonne dann irgendwie richtig stehen und das wollen wir verhindern. Dass er zu seiner alten Kraft kommt. Im Ernst, es scheitert an so einer blöden Leiter. Der Affe ist schon genervt.
So, jetzt kommt er da auch hoch. Hektik, Panik. So. Ah, eine Karte. Na toll. Also von ganz von vorne nach ganz hinten und dann in die Mitte. Nee, andersrum, was? Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Sammelbericht. Kinder werden plagengemäß fangen genommen. Natürlich konnte nicht eins dem hängenden Tempel entkommen. Sobald wir ein paar weitere Dörfer angreifen, können wir Kinder Ferngegenden nehmen. Dann werden wir für das Ritual gut in der Zeit liegen. Bitte weitermachen wie geplant. Alles ist gut. Sehr schön. Freut mich. Nicht. Ja, bringt mir immer noch nichts. Weil mir hier keine mehr begegnet sind. Keine Erdgötter. So, dann gehen wir weiter. Die Karte. Aber was mir wirklich gut gefällt, ist, dass es relativ linear ist. Also. Ja, lass uns mal Hallo sagen. Hi! Na? Wie geht's denn so? Da bricht der Stab sogar. Vorne lag noch was, oder? Oh ja, alles einsammeln. War da nicht noch ein Stab? Ne, war keiner mehr. Ah, ja, da oben ist wieder noch lang. Ach, komm. Ja, ein Affenspeed. Bringen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit in das Ganze. Weiteres Chaos. Hundun besitzt eine unglaubliche Macht und ist von überall eine Bedrohung. Unsere Hauptsorge gilt seiner Magie-Raubprobe. Dies kann nur mit der großen Perle bekämpft werden. Beginnt er seine Kräfte aufzuladen, dann hau ab. Ein mächtiger Angriff wird folgen. Falls möglich, halte den Angriff auf, bevor er ihn entfesseln kann. Während Hundun seine Vasallen ruft, ist er schutzlos. Beobachte seine Bewegungen, näher dich vorsichtig, zeige keine Furcht. Dein Mut wird die Welt vom Bösen befreien. Okay, also noch ein paar Tipps. Ich hoffe, ich vergesse dann auch nichts. Es nähert sich dem Ende. Ich spüre es. Ah, kommt. Ah, kommt. Kommt doch her. Oh. Nein. Den Stab verloren. Hey. Na toll.
Jetzt bin ich voll aufgeladen und es bringt nichts, weil keine Gegner mehr da sind. Na gut, dann sammeln wir nochmal alles ein und dann laufen wir zurück. Sind wir wenigstens schön schnell. Dim, dim, dim. Ach, die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Hinter dir! Zack! Oh, sehr schöner Finishing Move. Schön. Bank brauchen wir jetzt nicht. Da ist auch nichts mehr. Da ist doch irgendwas unsichtbar. Ja, das sehe ich doch. Okay, okay. Ich dachte, ich könnte es ausweichen. Spürt meine Haare. Du kannst, kann ich auch. Ah. Nein. So. Können wir da hoch? Nö, bringt das nichts, ne? So. Affenzahn. Nein, falsch. Da ist Affenzahn. Kann man damit auch springen? Ja, sehr schön. Ich mag den Stab. Ich kämpfe gerne mit dem Stab. Können wir sie eigentlich auch verarschen? Na, ach, schade, dass das nicht geht. Guck mal, ich sammle die jetzt einfach mal hinter uns. Das interessiert die gar nicht. Ja, kommt her. Er hat gesagt, du darfst zuhauen. Wer dir das erlaubt? So. Der gute alte Stab, genau. Hier gibt's. Warum gibt's hier was zu werfen? Manchmal sind hier noch Erdgötter irgendwo versteckt. Das ist bestimmt hier. Aber eigentlich gibt's hier nichts zu übersehen. Ich hatte ja schon alle. Komisch. Oh, da. Hahaha, ich sehe es. Fledermaus am Haken.
War das nur eine oder kommen da noch mehr? Ach, da ist so ein Flatterbutter. Au! Und ein Affe von der Seite. Drecksack. Hey! Ah, ich wollte mal so einen von diesen. Amulett. Schockt Gegner um dich herum. Aber damit kann ich nichts anfangen. Nutzen wir den? Ah, ich will nicht. Ah, hab ich doch gewusst. Das war noch so, was ist hier. Nix. Ah, also ich hätte mich ganz heilen müssen. Schade. Okay. Das habe ich auch nicht erwartet jetzt. Ja, wir sind jetzt beim Ausgang. Weit kann es nicht mehr sein. Entschuldigung. Bin ans Mikro gekommen. Schon wieder so ein Siegel. Oder ist das so von vorher? Nee, ist ein anderes. Haben wir überhaupt noch einen Schlüssel? Oh, Trophäe erhalten. Großer Weiser. Anweisungen für das Ritual. Ablauf des Rituals. Findet Neugeborene und extrahiert ihre Seelen. Ach, da wird's erklärt. Kristallisiert und kondensiert ihre Seelen zusammen. Drittens, umgebt die Seelen mit Monstern, die eine Barriere bilden, damit sie nicht entkommen. Viertens, der Herr wird die Seelen aufnehmen. Die umgebenden Monster müssen die Barriere aufrechthalten, bis das Ritual abgeschlossen ist. Also, wir verhindern einfach alles. Das ist der Plan. Jetzt noch weiter runter. Schauen wir mal, was da noch gibt. Lakritze. Goldwurzel. Was ist das? Ah, nochmal eine Karte. Mehr Lakritz. Ah, jetzt habe ich Hunger auf Lakritz. Na toll. Drei Mönche. Und ein Abgrund. So. Gucken wir nochmal, wie wir uns aufbessern können. Für den Start müsste es jetzt reichen. Ja. Sehr schön, der ist jetzt voll sogar.
der höchsten Stufe, dann nee, dann spare ich da noch. So. Da haben wir keine mehr gefunden. Also nein, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Viel nehmen wir nicht mit. Da können wir noch mal wild um uns schlagen. Ja. So, und dann würde ich sagen, ist viel für YouTube wieder zu Ende. Auf Twitch geht es natürlich weiter. Bis dann, ciao, ciao.